Man sieht das. Hallo, kannst du deinen Schwanz mal bitte wegpacken? Das ist mein Standardspruch bei Männern. Hallo ihr Lieben, heute kommen wir zum Sneaker Talk Nummer 6. Und vorweg, es wird wieder eine Verlosung geben, wie versprochen, was ihr dafür tun müsst, was es gibt. Erzähle ich euch später. Ich sag nur eins. Yeezy Season 3. kommen wir zum ersten Schuh und das ist der Essex G-Lite 3 von Foot Patrol. Foot Patrol ist ein Laden aus London und Essex hat ja letztes Jahr zum 25. Jubiläumsjahr des Essex G-Lite 3, also dieses Modells, jeden Monat einen Schuh rausgebracht mit einem Laden oder einer Person und diesmal war Foot Patrol dran und ich liebe diesen Schuh einfach nur, weil Foot Patrol sich auch extrem treu geblieben ist, was dieses militärische Thema angeht. Das sieht man ja allein an der Farbe und der hat so ganz viele Details, wie zum Beispiel diese durchsichtige Sohle mit diesen goldenen Sprenkeln, finde ich super schön. Oder bei den Laces, da sieht man Morsezeichen. Das ist, da muss man ein bisschen genauer drauf achten. Und ich liebe halt auch das Logo. Leider ist das Logo hier in der Innensohle und nicht hier außen. Außen steht einfach nur FP. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Also da geht es nicht hoch oder runter, sondern eher nach links oder rechts. Ich finde den Schuh richtig klasse. Der ist auch extrem bequem. Und die Materialien sind richtig, richtig gut. Der Schuh kam zusammen mit so einem Flyer, aber das gab es irgendwie bei jedem Schuh. Rope Laces, ja, ich weiß nicht, ob man sie braucht, das war auf einmal so ein Hype. Und nochmal zwei Insolen, beziehungsweise einmal eine Insole. Als nächstes bleiben wir kurz bei Essex und kommen zum Overkill x Essex. Und das war der Desert Rose, das ist einer meiner Lieblingsschuhe für Frauen gewesen. Der ist nicht nur für Frauen, den haben auch ganz viele Männer geholt, aber ich fand den halt irgendwie extrem schön für Frauen. Ich kenne auch ganz viele Frauen, die unbedingt diesen Schuh haben wollten. Und Shoutout an Marc, dass der daran gedacht hat, auch ganz viele kleine Größen rauszuhauen. Jetzt rede ich die ganze Zeit über den Schuh und zeige ihn euch nicht. So sieht der aus. Richtig, richtig Hammer. Ich finde, der G-Side ist generell so ein Schuh, der extrem unterbewertet ist. Ich liebe das Modell, es ist extrem bequem und ich finde, als Frau ist es mir immer ganz wichtig, dass ein Schuh klein aussieht und der bringt das definitiv mit sich. Die Innenfarbe sieht so aus und so von außen. Ich finde es total schön, diese kleinen Details mit den Blumen hier und die Innensohle auch Hammer. Dazu kommt halt noch die Box und das ist nicht alles, Leute. In der Box ist noch eine Box. Ja, okay, es ist eigentlich nur ein Essex-Karton. Aber egal, zwei Boxen und dazu kamen noch Socken, passend zur Farbe. Und was gab es noch? Laces, einmal in der Farbe. Dann nochmal das mit dem Blumen aufgegriffen und nochmal die Innenfarbe. Und was ich auch richtig toll fand, war einfach der Release an sich. Da gab es dann Bauchtänzerinnen und orientalisches Essen und Trinken. Und alles wurde total schick aufbereitet. Da hat sich jemand auf jeden Fall von vorn bis hinten extrem viel Mühe gegeben und das sieht man dem Schuh auch an und das spricht für sich. Kommen wir zu einem richtig geilen Sommerschuh und zwar dem Nike Flyknit Racer Multicolor 2.0. Warum Multicolor 2.0? Es gab Multicolor 1, also den ersten, den habe ich leider nicht gekriegt. Der einzige Unterschied ist eben, dass ich finde, dass die Farben so ein bisschen gelblicher wirken. Ich finde den Schuh richtig, richtig gut, wenn man keinen Bock im Sommer hat auf Sandalen, sondern eher auf Sneaker, dann holt man den hier wegen diesem gewebten Material. Das ist quasi komplett, ja, da sind halt ganz viele Löcher drin, ne? Also im Sommer ist der geil, im Winter lieber nicht. Ich habe den leider noch gar nicht angehabt, habe ich jetzt gerade bemerkt, weil ich immer den Oreo getragen habe. Aber der wird diesen Sommer definitiv zum Einsatz kommen. Ich liebe diesen Schuh, die sind auch super leicht. Hammer. Der nächste Schuh ist auch einer meiner Lieblingsschuhe 2015 gewesen und zwar den Saucony Shadow 5000 von Epitome. Epitome ist ein Laden aus Atlanta und Atlanta ist dafür bekannt, dass die da so einen Fischmarkt haben. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich kannte auch Epitome, den Laden nicht. Und da gibt es eine ganz große Statue, ich glaube 5 Meter groß von einem Fisch. Das sieht man hier auch in der Innensohle. Da ist dieser Fisch nochmal zu sehen. Und die Sohle ist übrigens extrem weich, richtig, richtig krass. Also dieser Schuh ist extrem bequem. Der sieht also nicht nur gut aus, sondern ist auch noch bequem. Und das Tolle ist halt eben, dass hier vorne, das sieht so schuppenartig aus. Ich nenne den Schuh liebevoll Ariel-Schuh wegen diesen Schuppen und wegen dem Fischthema. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, ist hier diese Hand der Fatima. Keine Ahnung, warum
Das ist eigentlich ein Schutzsymbol. Okay. Auf jeden Fall liebe ich auch diese Farben. Du kriegst eine Türkin auf jeden Fall mit Türkis. Ich weiß nicht, was Türken mit Türkis haben, aber als ich diesen Schuh gesehen habe, ohne diesen Schuh in echt zu sehen, sondern einfach nur im Internet gesehen habe, dachte ich mir, ich brauche diesen Schuh. Egal wie teuer, egal wie, wo, was. Ich brauche diesen Schuh. Es war extrem schwer als Frau an den Schuh ranzukommen, weil es irgendwie den Schuh in der kleinen Größe nur 4-mal in Deutschland gab. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Es waren eigentlich mehr geplant. Und ich liebe diese kleinen Details. Das heißt, hier diese Schuppen, dann diese goldenen Details, hier mit diesen Sprenkeln und hier, ja, ich habe die angehabt, so Glitzer in Gold. Ich liebe diesen Schuh einfach. Es war auf jeden Fall auch extrem schwer, den zu kriegen. Ich hatte auch irgendwie so Pech. Ich habe den irgendwie aus Amerika bestellt, weil er erst in Amerika rauskam und man nicht wusste, wann der in Deutschland rauskommt. Dann habe ich den irgendwie total teuer geholt und habe den aber in Deutschland dann gekriegt, habe den anderen irgendwie versucht zu verkaufen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin froh, dass ich ihn habe und ganz viel Struggle für diesen Schuh. Das zeigt einfach nur, dass ich diesen Schuh unbedingt haben wollte. Ich wurde auch irgendwie extrem oft auf diesen Schuh angesprochen auf der Straße. Also das ist mir sonst irgendwie nie passiert. Alle wollten diesen Schuh. Ja, dann kommen wir zu Adidas bzw. wieder zu Kanye West und zwar dem Yeezy 350 Boost. Und ja, Hype hin oder her, dieser Schuh hat eine Boost-Sohle und der ist super bequem. Das Lustige ist, dass dieser Pirate Black irgendwie am allerschlechtesten ankam. Ich glaube, der ist auch am billigsten. Wenn man einen Yeezy haben will, dann kann man auf jeden Fall den schwarzen holen, wenn das Geld irgendwie nicht so reicht. Ansonsten einfach warten. Ich glaube, der kommt nämlich nochmal. Zumindest gibt es da Gerüchte, dass der jetzt im Februar nochmal kommen soll in Schwarz. Ich bin gespannt. Wenn ja, weniger Stress für mich, weil ich habe ihn schon. Ja, war auch wieder extrem viel Struggle, aber ich hatte ihn am Ende und das war die Hauptsache. Ja, dann kommen wir zu Puma und zwar dem Creeper von Rihanna. Fenty heißt die ganze Geschichte. Ich habe letzte Woche den Schuh in Schwarz vorgestellt. Ich liebe diese Creeper-Geschichte von Rihanna. Also ich war am Anfang so ein bisschen kritisch, weil ich so dachte, hä, was wird das jetzt? Wie Art Director bei Puma? Was? Hä? Das wird doch nichts. Doch, es ist auf jeden Fall was geworden. Und dieser Schuh hatte so einen extremen Hype bei Frauen und mittlerweile auch bei Männern. Wow. Puma hatte im Winter 2015 nochmal 3 Colorways rausgehauen. Der weiße war einer davon. Dann gab es noch einen in rosa und einen in dunkelblau-blau. Ich fand den hier extrem toll. Ich muss sagen, dass ich es extrem bereut habe, nicht auch noch den rosanen irgendwie klar gemacht zu haben. Dazu gibt es übrigens auch eine kleine Anekdote. Rihanna hat gesagt, als sie mit Puma angefangen hat zu arbeiten, dass sie einen Puma-Schuh hatte und dass einer ihrer ersten Sneaker war, die sie quasi als Kind gekriegt hat. Und die waren nämlich rosa mit eben diesem grünen Element hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie sich diese Geschichte ausgedacht hat, aber auf jeden Fall war das Erste, woran ich denken musste, als ich diesen Creeper in rosa gesehen habe, weil sie die Story schon rausgehauen hatte, als sie mit Puma dann angefangen hat zusammenzuarbeiten. Also, keine Ahnung, selbst wenn nicht, ist es eine extrem schöne Geschichte und deswegen ist dieser rosane Schuh auf jeden Fall einer meiner Lieblinge. Leider habe ich den nicht. Ich fand den in Weiß halt toll und musste mich entscheiden. Ich habe den dann in Weiß genommen. Schwarz hatte ich ja auch schon. Und klar kann man meckern, ja, sieht aus wie ein Tortenboden, aber an alle Mädels, die diesen Schuh nicht gekriegt haben, mir hat ein Vogel gezwitschert, dass dieses Jahr, also 2016, da einiges noch von Rihanna kommen wird. Also, ne? Als nächstes kommen wir zu einer meiner Lieblingsdesignerinnen. Sie ist eigentlich Schmuckdesignerin, aber sie macht mittlerweile auch Schuhe und das auch schon ein bisschen länger. Und zwar Melody Ehsani. Ich verfolge das, was sie macht, schon ein bisschen länger. Ich liebe diese Frau. Ich liebe das, was sie macht. Und ich finde super, dass Reebok ihr die Möglichkeit gegeben hat, auch Sneaker zu machen. Das hier ist der Reebok Freestyle High. Was ich so toll finde, ist einfach, dass man sieht, dass sie es gemacht hat anhand dieser Schmuckdinger hier vorne. Die kann man noch abmachen. Ich muss ehrlich sagen, das ist mir ein bisschen too much. Und was steht hier? You are beautiful. Und das so, dass man es lesen kann, wenn man die Schuhe anhat. Und hier innen steht auch noch irgendwas. Stop waiting to be who you already are. Und dann Melody Ehsani. Dieser Schuh wurde inspiriert von einer gewissen Schlange. Keine Ahnung, wie die heißt. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Und dazu gab es auch noch Klamotten und Shorts. Leider gab es sie nur auf ihrer Seite, also quasi aus Amerika. Wegen Zoll und hast du nicht gesehen, dachte ich mir so, komm, lässt sie sein. Aber ich habe von Reebok, weil sie eben wissen, dass ich so ein Fan bin, so ein Oberteil bekommen. Das passt halt eben auch dazu. Das war auch ein Teil der Kollektion. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich finde es einfach klasse, dass sie ihr komplettes Erspartes genommen hat und gesagt hat, ich habe Bock auf Schuhe, ich bringe es mir selbst bei, ab nach Asien, in die Fabrik, gucken, wie es funktioniert, dann zurück, einfach custom, selbst gemacht, irgendwelche High Heels, glaube ich, waren es am Anfang. Und dann war es tatsächlich so, dass ihr Handy die ganze Zeit mitten in der Nacht geklingelt hat, weil es sich eben rumgesprochen hat im Blog, dass sie geile Schuhe macht und dann halt wirklich privat Leute angerufen haben und gesagt haben, ey, Melody,
kannst du mir mal einen Schuh machen. Ich kann euch auch kurz mal den Schmuck zeigen, den ich von ihr habe. Und zwar habe ich einmal Ohrringe. Die sind so. Moment. Huch. Die ägyptische Göttin. Und dann, ich finde, das sieht auch schon alles sehr typisch nach ihr aus. Ich finde, man erkennt ihre Sachen. Sobald ich auch einen Reebok gesehen habe, wusste ich immer, dass die von ihr sind. Und nochmal so Flamingo. Ja, so viel zu dieser Frau. Wir wollen jetzt nicht übertreiben, sonst denkt ihr alle, ich bin verrückt. Ist ihr ernst, ne? Als nächstes bleiben wir beim Schlankthema und kommen zum allerletzten Schuh, und zwar dem Adidas Superstar. Und den durfte ich mir machen lassen auf der Mi Adidas, My Adidas, nennt es wie ihr wollt, Seite. Und falls ihr den Schuh nachmachen wollt, so wie den anderen, auch kein Ding, macht's einfach, markiert mich, ich freue mich. Und was war das Thema? Richtig, Schlange. Das ist hier so schlangenhautartig und auch die Farben hier sind mit diesem Schlangenmuster. Hier hinten geht es genauso weiter. Ich finde es schön, dass es so ein bisschen reflektiert. Ich liebe diese Farben und hier vorne konnte ich irgendwie so ein Special Leder auswählen. Habe ich auch gemacht. Das Einzige, was mich stört, das kann man jetzt hier in der Kamera gar nicht so sehen, weil es halt so gut ausgeleuchtet ist. Das vorne ist nicht das Weiß wie eben dieses Schlangending. Das Schlangending ist eher so Eierschalenweiß. Das ist so das Einzige, was ich ein bisschen schade finde. Die Laces sind auch extrem hell, aber ich habe hier nochmal so andere Laces. Ah ne, die sind auch genauso weiß. Ja, okay, egal. Der Schuh wird trotzdem angezogen. Ich finde den super schön und mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Ich meine, ich habe ihn gemacht, natürlich finde ich ihn schön. So, das war's auch mal wieder und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was heute euer Lieblingsschuh war. Ich glaube, ich könnte mich gar nicht entscheiden, da waren auf jeden Fall einige Kracher dabei, aber ich zeige dir auch nur Schuhe, die ich toll finde, weil ich sie ja eben gekauft oder haben wollte. Jetzt kommen wir aber endlich zur Verlosung, weil darauf habt ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit gewartet. Und zwar könnt ihr auf Instagram zwei Tickets, beziehungsweise einmal zwei Tickets für den Stream von der Yeezy Season 3 am Dienstag gewinnen. Ihr müsst einfach nur unter das Foto schreiben, mit wem ihr hingehen wollt, das heißt einfach markieren. Und mehr nicht. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr mich abonniert habt, weil die Leute gewinnen auf jeden Fall eher, weil ich einfach meiner Community was zurückgeben will. Also wenn ihr jetzt denkt, ich habe sie gar nicht abonniert, dann ganz schnell auf Instagram Ella Vendetta eintippen, abonnieren und drunter schreiben, mit wem ihr hingehen wollt und mehr eigentlich nicht. Also ich erwarte nicht viel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein neues Video und ich bin jetzt raus. Bis dann. Tschüss.